So, dann begrüße ich euch alle herzlich zu dem Talk Die Frauen Non-Binary, Inter- und Transgruppen im Umfeld des CCC, wo, warum und was sind unsere Projekte? Viel Spaß mit dem Talk. Hallo. Dankeschön. Also, als Erste stelle ich natürlich mich selbst vor. Mein Name ist Caroline oder Slightly. Ich moderiere hier das Panel. Ich sehe tatsächlich recht wenig. Wenn ihr euch als Publikum bemerkbar machen möchtet, dann müsst ihr das irgendwie sehr wild machen. Wir haben hier 4 Gäste auf der Bühne, quasi 5. Die eine Person hat nämlich eine Doppelrolle. Ich begrüße als Erstes, ich gehe mal von dort hinten nach hier vorne. Stefanie. Hallo. Hallo. Stefanie kommt aus Wien und hat dort vor 9 Jahren, glaube ich, das MS oder MZ Balthasar Lab gegründet. Genau. Magst du vielleicht in 1-2 Sätzen umfassen, worum es da geht, an wen ihr euch richtet? Wir sind ein Hackerspace in Wien. Wir haben einen exklusiven Raum für Frauen, Sternchen, non-binäre Menschen. Und wir sind jetzt seit 10 Jahren ungefähr am Start. Und wir sind im Vorstand meistens Künstlerinnen, aber auch Aktivistinnen und sind sehr auf Open Hardware fixiert. Hallo? Ja, freut mich sehr, wenn ihr uns besucht, wenn ihr mal in Wien seid. Das war's. Genau, ihr habt auch euren eigenen Space? Wir haben einen eigenen Space, ja. Mhm, cool. Wir haben viele Workshops und Ausstellungen und Festivals. Ja. Okay, danke schön. Neben Stefanie sitzt Mapsi aus Hannover. Du hast vor kurzer Zeit, vor ein paar Monaten, Megahertz gegründet. Genau, ich habe im Laufe des letzten Jahres zusammen mit einer anderen Hannoveraner Hackerin den werdenden Hackerspace Megahertz Hannover gegründet. Also nicht Megahertz wie ein Herz, sondern wie die Schwingung natürlich. Genau, und wir sind gerade noch im Aufbau und versuchen eine Plattform zu schaffen und einen Treffpunkt für Frauen und Non-Binaries und genderqueere Menschen in Hannover, die sich für Technik in all ihren Formen interessieren. Genau, wir treffen uns momentan noch einmal im Monat und hören uns dann einen Vortrag an und socialisen. Wunderbar. Du hast auch schon ziemlich viele Jahre Chaos auf dem Buckel. Das stimmt. Ich habe heute mit Schrecken festgestellt, dass das, glaube ich, mein 9. Kongress ist. Sehr schön. Genau, und du bist auch bei Chaos macht Schule sehr aktiv. Genau, ich habe in München angefangen, bei Chaos macht Schule mitzumachen und habe dann in Hannover die Chaos macht Schule Gruppe mitgegründet quasi. Das war ganz toll. Vor 2 Jahren nach dem Kongress gab es diesen Chaos macht Schule Talk. Plötzlich standen bei uns im Space 10 Leute, die unbedingt auch mal Chaos macht Schule machen wollten. Beim Treffen danach waren wir nur noch 3, aber die 3 Leute inklusive mir sind jetzt relativ aktiv und wir machen immer wieder Vorträge und gehen auf verschiedene Veranstaltungen. Es macht sehr viel Spaß. Okay, danke schön. Neben Mapsi sitzt Mimi aus Karlsruhe. Und Mimi hat vor einem knappen Jahr Hexen at Entropia gegründet. Ja, genau. Also wir hatten schon im Vorhinein mit ein paar Frauen aus dem Entropia einfach gesagt, es wäre schön, immer mehr so solidarisch zu sein und sich auch ein bisschen zusammenzurotten für ein paar Projekte und so. Und letztlich hat das Erlebnis hier auch immer wieder auf dem Kongress bei den Hexen einfach den Ausschlag gegeben, zu sagen, okay, wir nageln das jetzt einfach mal fest. Wir fragen im Plenum, ob wir einmal monatlich unseren Optionsraum im Entropia haben können für eben ein exklusives Treffen dieser Art. Und dann haben wir das gemacht und dann sind da auch sehr viele schnell dazugekommen. Also wir sind zu beiden Treffen jetzt seitdem zwischen manchmal auch nur 2 Leute, aber manchmal auch wirklich 10, 15 Leute, die da dann kommen. Genau, das heißt, es ist auch noch ein relativ junges Eventsgruppe. Wir haben dann im Sommer gesagt, wenn wir wirklich ein Projekt machen wollen und was basteln,
Dann haben wir von Monat zu Monat dann immer schon wieder vergessen, was wir uns beigebracht haben. Deshalb brauchen wir zweimal im Monat ein Treffen. Und genau, deshalb sind wir jetzt im zweimal pro Monat Rhythmus angekommen und sind sehr gespannt, was wir da 2019 noch verbessern können aus den Sachen, wo wir gesehen haben, 2018 war es noch nicht optimal. Okay, danke schön. Okay, und dann kommen wir zu Melzai aus Hamburg. Und du hast heute eine Doppelrolle. Mit welcher möchtest du denn anfangen? Ich denke, ich fange mit der einfachen an, also mit GeekFam. Leider ist die Vertreterin, die eigentlich für GeekFam gedacht war, aus Hamburg krank, wie üblich. Und dementsprechend mache ich einfach beides. Also ich bin Melzai von der Gruppe GeekFam in Hamburg. Wir sind assoziiert zum CCCHH dort. Und GeekFam wurde vor circa 4 Jahren, kurz nach dem Kongress, gegründet. Von 2 wunderbaren Menschen. Wir haben in den letzten Jahren, wir haben einen Kinofilm gezeigt, Debugging the Gender Gap. Wir haben letztes Jahr einen Feinstaubsensor zusammengebastelt und am Anfang wussten wir alle nicht, wie das funktioniert. Und jetzt können wir Bestelllisten schreiben, im Internet bestellen, Kram zusammenbasteln, programmieren, Mikrochip programmieren. Und das Ganze hat zu einem Talk auf der Bits und Bäume geführt, der auch entsprechend aufgezeichnet wurde. Und nächstes Jahr geht es wahrscheinlich mit Python für Anfänger an und wir machen eigentlich alles, was Spaß macht. Wir haben ein exklusives Treffen, einmal im Monat oder auch mehrfach. Und das Schöne ist, dass im Dezember waren 11 Frauen da, im Sommer waren mal 4, Sommer ist ja die Sommerpause, immer sehr gefährlich. Manchmal diffundieren Frauen von GeekFam rüber in den Space zum CCC und manchmal diffundieren Frauen vom CCC zum GeekFam und bleiben deswegen noch besser dem CCC erhalten, um die ganze Gruppe einfach bunter und mit viel mehr Spaß zu machen. Das wäre meine erste Rolle. Super. Zusätzlich hast du noch die zweite Rolle und zwar bist du seit 9 Jahren bei den Hexen. Genau. Ich bin außerdem Melzai oder Agnes von den Hexen. Das ist auch mein 9. Kongress, glaube ich. Die Hexen sind ein dezentrales Netzwerk für die Frauen im CCC. Frauen bedeutet hier auch wieder cis, trans sowie nicht-binäre Menschen, die sich unter dem Begriff Frau verstehen können. Wir haben vorhin 3 Lightning Talks gehalten mit unseren Punkten und den Problemen, die wir sehen, Themen, die wir ansprechen, wie zum Beispiel Skill Finding, Self-Empowerment und einfach Spaß auch miteinander zu haben. Und wir sind momentan, also in diesem Kontext hier, sind wir das Netzwerk, was einzelne lokale Gruppen verbindet und wodurch man auch Menschen lokal bei sich finden kann, um eine Gruppe zu gründen. Weil eine lokale Gruppe ist viel stärker als eine dezentrale, deutschlandweite Gruppe, die nur auf Telcos und Mailinglisten basiert. Ganz klar. Und wir sehen mit Freude, wie sich die einzelnen Gruppen entwickeln, weil sie sind alle sehr unterschiedlich. Und wir machen in Hamburg unser Ding und den Hexen ermöglichen halt die Vernetzung. Vielen Dank. Entschuldigung, räuspern ins Mikrofon, keine gute Idee. Ich versuche gerade mal so ins Publikum zu schauen. Wer von euch gehört denn auch zu so einer Gruppe, wie sie hier vielleicht schon vertreten ist oder hat selbst sowas gegründet? Okay, ich sehe so einige Hände hochgehen. Cool. Super, das ist doch schon mal... Ah, noch ein Arm. Klasse. Ihr richtet euch vorrangig an... Frauen, Transpersonen, Leute, die sich nicht den binären Geschlechtern zugeordnet fühlen, sondern die sich häufig eher als Frau oder sich mit dem Label Frau identifizieren können. Was für Herausforderungen habt ihr in diesen Gruppenprozessen erlebt? Vielleicht mag da eine Person mal von euch erzählen. Also ich würde sagen, dass eine Herausforderung ist, dass wir sehr auf Judith Butler aufbauen. Judith Butler sagt, dass Gender nicht angeboren ist, sondern man lernt, also wir das lernen und in jeder Sekunde performen unser Geschlecht, unser Gender und dass wir es deswegen auch irgendwie entlernen können. Und das ist etwas, was noch nicht so ganz Mainstream ist. Und deswegen ist oft so das Missverständnis, dass die Leute glauben, wir wollen jetzt Frauen, also Cis-Frauen irgendwie bestärken, in die Technik zu gehen, aber stattdessen wollen wir eigentlich Gender-Normen dekonstruieren und überhaupt Technik auch kritisch sehen. Und das heißt, oft ist ein Missverständnis, dass Leute glauben, wir wollen so... Ich glaube, du musst dein Mikro ein bisschen justieren, danke. Ja. Ich glaube, das ist lummelig.
Also für mich ist wichtig, dass es exklusiv für Frauen, Sternchen, non-binäre Leute ist, weil wenn diese Menschen, die normalerweise bestimmten Gendernormen unterliegen, zusammenkommen, dann haben sie nicht die Erwartung, dass die anderen sich an die Gendernormen halten. Sondern sie können sich gegenseitig dabei bestärken, Gendernormen zu brechen. Mhm. Und dabei meine ich, dass Technologie eine Art ist, Maskulinität als Gender zu leben. Also wenn jemand total gut programmieren kann, dann ist das oft eine Art, super cool männlich zu, oder maskulin zu wirken. Und es wird dann oft Menschen, die Femininität performen in normalen Hackerspaces, irgendwie nachgesagt, dass sie versuchen männlich zu sein, auch wenn sie einfach nur Urspaß dran haben, zu coden oder eben zu löten. Du sprichst da auch schon Probleme oder Herausforderungen an, denen sich Frauen oder Nicht-Cis-Männer häufiger in Hackerspaces ausgesetzt fühlen oder beziehungsweise die sie angetroffen haben. Was waren da für euch springende Punkte, überhaupt auf die Idee zu kommen, so einen eigenen Hackerspace zu gründen oder einen eigenen Raum mal zu schaffen? Ja, dazu kann ich was sagen. Ich bin tatsächlich Informatikerin. Das heißt nicht, dass Frauen im CCC alle Technikerinnen sind. Wir haben Designerinnen, wir haben Opernsängerinnen, wir haben Künstlerinnen, Biologinnen, wir haben alles Mögliche. Und allgemein ist es Interesse für Technik. Und ich bin tatsächlich Informatikerin und diese Prozentsatz sind ja 15-25% in der Informatik. Was bedeutet, in meiner Arbeit bin ich umringt von Männern. Wenn ich nach Hause gehe, bin ich umringt von Männern. Ich mag sie, das ist nicht der Punkt. Aber so einmal im Monat für 2 Stunden würde ich gern die anderen Komponenten von meinem Leben auch haben. Und deswegen ist dieser Treffen, das muss man sich erstmal eingestehen, dass man all die Jahre, auch durch Studium und so weiter, eigentlich den Kompromiss eingehen konnte und dann feststellt, aber in Wirklichkeit fehlt ein Splitter. Eine Komponente von meinem Leben, die mein Leben rund machen könnte, die fehlt. Und das ist dieser Raum. Dieser Ort, dieser Treffpunkt, wo alle spezifisch hinkommen, die noch mehr mit mir teilen als nur mein Interesse an Technik, nämlich auch eine Art und Weise der Konfliktlösung, der Kommunikation, auch noch ein bisschen andere Themen, weil wir haben in diesem Gleichberechtigungsproblem ja gewisse Themen, die wir auch angehen müssen, leider, die Minoritäten eher erfahren als Menschen, die in vielen Bereichen die Majorität sind. Ja. Mhm. Danke. möchte da noch jemand mit? Genau, also ich hatte auch, ich habe jetzt etliche Jahre als Programmiererin gearbeitet und ich habe exakt eine Kollegin gehabt. Ich hatte sehr viele Kolleginnen. Und ich habe schon auch festgestellt, dass es einfach sehr angenehm ist, sich auch mit anderen Technikerinnen austauschen zu können und über solche Themen reden zu können. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass es tatsächlich so ein bisschen eine andere Kommunikation ist. Die ist jetzt nicht besser oder schlechter, sondern es wird einfach anders miteinander umgegangen als im üblichen Tech-Sektor. Und ich finde das schön, auch mal in die verschiedenen Sphären eintauchen zu können. Als ich in Hannover angekommen bin, ich bin aus München hergezogen, bin ich das erste Mal in einen der Hackerspaces gegangen, das Line Lab, ganz toller Space, sehr viele fantastische Projekte, macht sehr viel Spaß da, aber ich wurde dann von einer Person als Cornelia begrüßt. Ja, hallo Cornelia. Ich so, Cornelia? Kenne ich nicht. Aber schön, dich zu treffen. Und dann wurde ich nochmal begrüßt als Cornelia und nochmal als Cornelia begrüßt. Und irgendwann habe ich dann Cornelia kennengelernt. Und das war wohl einfach die Frau, die da schon seit etlichen Jahren in den Space ging. Ist ungefähr halb so groß wie ich, hat 3-mal so lange Haare. Genau, ich habe mich dann sehr gefreut, sie kennenzulernen, auch tolle Frau, aber da ist mir schon diese Notwendigkeit, auch mehr Frauen in den CCC, in die Hacker-Szene reinzuholen, sehr plakativ aufgefallen. Da will ich auch gerne anknüpfen. Wir waren zuerst im MetaLab, das ist so ein ganz großer Wiener Hackerspace. Und wir wollten eigentlich unsere Gruppe im MetaLab lassen, weil es natürlich eine super Infrastruktur ist und ganz tolle Tools schon dort waren. Aber das Problem war, dass viele sich einfach unwohl gefühlt haben in dem Space, von denen, die wir eingeladen haben, und ihnen nicht, also es einfach schwer zu verdauen ist, der Fakt, dass das Persönliche politisch ist. Also wenn ich persönlich mich unwohl fühle, glauben viele, das bin ich halt persönlich, aber in Wirklichkeit ist es einfach eine Norm. Ja? Es ist einfach, in den meisten Hackerspace fühlen sich bestimmte Leute, die eben nicht hinein sozialisiert wurden, wie ein Fremdkörper. Und
Deswegen haben wir dann einen eigenen Space gemacht. Also wie ich angefangen habe im MetaLab, waren 2% Frauen-Sternchen-Members. Ja. Wie schafft ihr das als Gruppe zu wachsen, tatsächlich 9 Jahre auch zu existieren? Mhm. Also auch immer wieder neue Leute anzusprechen, dazuzukommen und durch die üblichen, auch teilweise gerade am Anfang ja ziemlich schwierigen Gruppenfindungsphasen durchzukommen. Also ich stelle mir das tatsächlich, oder ich habe das auch schon in anderen Gruppen erlebt, dass es sehr viel Kraft und Geduld und Ausdauer erfordert, immer wieder bestimmte Diskussionen zu führen, aber auch tatsächlich nicht nur zu zweit oder zu dritt immer wieder an einem Tisch zu sitzen, sondern mal neue Leute hinzuzubekommen. Welche Strategien habt ihr dafür? Ja. Ich habe Sticker mitgebracht. Okay, gut. Nee, also ich finde es natürlich schon wichtig, ein bisschen Werbung zu machen und auch anderen Leuten zu zeigen, dass man da ist, und Leute auch darauf aufmerksam zu machen, weil meiner Erfahrung nach rekrutiert sich so ja wie der CCC sehr stark aus Leuten, die zum Beispiel studieren und sich dann einfach im Studium kennenlernen und die kommen dann mit. Aber auch im Studium gibt es jetzt nicht so viele Frauen, die hacken. Ansonsten würden davon auch sicher mehr mit in den Hackerspace kommen. Und da sind wir auch in Hannover einfach ein bisschen in andere Gruppen reingegangen. Wir haben jetzt zum Beispiel auch Kontakt mit der lokalen queeren Szene aufgenommen, um da einfach Leute zu finden, die man jetzt im normalen Chaosumfeld nicht so findet. Ist schon so ein bisschen Werbung. Mhm. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Leute einen kennenlernen. Ja, also auch viele, also nach Möglichkeit öffentliche Auftritte, um sichtbarer zu werden. Zum Beispiel auch, aber das ist, man muss auch einfach die Leute wissen, dass man da ist. Also ich habe auch schon sehr, sehr viele Frauen, die irgendwas mit Technik machen, wenn ich denen dann sage, übrigens, uns gibt es da, sind die immer total begeistert. Genau. Also ich glaube, Entschuldigung, darf ich zu sagen? Ich glaube, es ist so das klassische Forming, Storming, Performing. Also man muss sich halt zusammenraufen. Wir haben uns zusammengerauft. Dann hat es ziemlich viele Konflikte gegeben, weil natürlich unterschiedliche Menschen sehr viel Freizeit hinein investieren und ihre ganzen Ressourcen rein investieren. Und wenn jemand das Gefühl hat, es geht nicht in die richtige Richtung, ist natürlich sofort Panik angesagt. Aber ich glaube, wenn man drüber hinwegkommt, über diese Konfliktphase, in der man sich besonders gut kennenlernt, das ist eigentlich das Positive, weil alle dann irgendwie die Karten auf den Tisch legen, dann kommt meistens diese Performing-Phase, wo man auch einfach als Team oder als Kollektiv was ein tolles Projekt umsetzt, wo wir ein Festival gemacht haben gemeinsam oder das Gefühl haben, ja, jetzt läuft's, jetzt können wir uns vertrauen. Ja? Also ich glaube, dieses Vertrauen aufbauen ist wichtig. Und zu dem Vertrauen würde ich noch sagen, dass, finde ich, einfach radikal feministische Solidarität da sein muss. Ja? Auch wenn ich vielleicht diese Person aufs Erste unsympathisch finde oder nicht verstehe oder sehe, dass alle anderen diese Person dissen, finde ich es so wichtig, trotzdem so 100%ig hinter den anderen zu stehen, weil das eben auch systematisch ist. Also dieses Teilen von Frauensternchen, ja, dieses Teilen von solidarischen Gruppen, um sie besser irgendwie zu kontrollieren. Ne? Ja, also ich bin gerade mit meiner Gruppe eben an dem Moment, wo so die Frage ist, wie kommt man nach der Anfangseuphorie und nach den Kennenlerntreffen dann zu einem Projekt oder einer Sache, die dann auch einen wirklich immer dahin zieht. Also und ich habe da gerne den Gedanken oder ich habe dieses Ideal, dass es so diese Tom Sawyer-Technik ist, irgendwie, dass man anfängt, seinen Zaun zu streichen und also einfach ein richtig cooles Projekt, ob man jetzt nur zu zweit daran arbeitet oder vielleicht sogar auch nur alleine anfängt, aber eben mit dem Blick, es so offen zu halten, dass auch Aufgaben geteilt werden können. Und dann praktisch durch diese Faszination, die man selbst diesem Projekt schenkt, dann eben auch auf das Mund-zu-Mund weitergeben vertraut, dass sich dann rumspricht einfach unter den Leuten, hey, da passiert was Cooles und wir wollen da mitmachen. Mhm. Also das ist jetzt so für 2019 die Hoffnung, die ich und die meine Mitstreiterinnen mit mir haben. Und genau, einfach dieses Anfangen und dieses sich vertiefen und erstmal nicht dieser Panik hingeben, oh nein, wir sind nur zu zweit und oh nein, ich habe eigentlich schon wieder keine Lust und schlepp mich nur hin. Und dann aber hingehen, sehen, was passiert und dann auch, wenn es eine Liste gibt oder ein Organ, wo die anderen drauf sind, die sonst mal reingeschaut haben, dann eben schön erzählen, wie viel Spaß man an dem Abend hatte. Dann ist man vielleicht das nächste Mal zu dritt. An welchem Projekt arbeitet ihr gerade? Also
wir haben für 2019 jetzt gebrainstormt. Es war sehr viel Lust da, auf jeden Fall in die Richtung Roboter bauen zu gehen. Das ist, glaube ich, so immer die Faszination auch. Genau. Und wir haben jetzt entschieden, wir würden gerne eine Art Wall-E-Roboter bauen. Also letztendlich, dass am Ende etwas rauskommt, das Ketten laufen kann, vielleicht auch Treppen steigen damit, das vielleicht große Augen hat und das vielleicht sogar auch noch Müll pressen kann. Und aber da wollen wir in verschiedene Iterationen hinkommen. Also erstmal einfach anfangen mit einem Bausatz oder dann mal einen Linienfolgeroboter bauen. Es gibt tatsächlich Leute bei uns in der Gruppe, die sowas schon gemacht haben. Dann also das Mikrofon. Hoppla. Mikrofon. Einmal hoch. Nochmal? Ja. So, okay. Genau. Und dann einfach dieses Projekt fortschreitend zu verschönen noch. Also was ich da auch raushöre, ist auch dieser Wunsch, voneinander zu lernen und Wissen weiterzugeben. Ist das bei GeekFam aus deiner Erfahrung auch ein Thema? Wir haben tatsächlich letztes Jahr durch den Feinstaubsensor eine kleine Version gemacht. Also interessanterweise ist Hardware immer das, wo die Leute eher tendieren, davor zurückzuschrecken, Männer wie Frauen. Und dann gab es im Februar diese plötzlich ziemlich große Gruppe von, keine Ahnung, 10 Frauen, die sich da getroffen haben und die meinten, sie würden unbedingt gern Hardware machen und löten. So, ja, löten 5 Minuten und dann sind wir mit dem Thema durch. Aber, und dann kam halt die Idee, naja, wir würden gerne wissen, wie viel Dreck wir eigentlich einatmen, wenn wir mit dem Fahrrad in die Hafen City zur Arbeit fahren. Und da sind ja 4-spurige Straßen in Hamburg. Und wir meinten nur so, okay, Hälfte Informatikerin, also Menschen mit einem entsprechenden Wissensniveau und eine Hälfte von Leuten, die würden gerne programmieren lernen, die würden gerne diese Sachen ausprobieren und müssen das alles lernen und würden es wirklich gerne lernen. Also das heißt, ein kompliziertes Projekt, aber eine gute Mischung an Menschen. Wir haben es aber alle noch nie gemacht. Also haben wir angefangen, im Internet zu suchen, lustige Bestelllisten zusammenzusetzen, die Kabel zu zählen etc. Und dabei wurde ganz viel gelernt. Einfach von A bis zum Ende Z. Wir haben natürlich festgestellt, wir haben den neuesten Chip gekauft. Für den gab es noch keine Software für den Feinstaubsensor, sondern ein Pull-Request auf GitHub und so weiter und so fort. Bis man das dann findet und wenn man das dann hat, dann ist das alles total einfach und es sieht so, das ist eine Zeile auf dem Bits und Bäume Vortrag und in Wirklichkeit hatte das so 4 Wochen Frust neben Arbeit, Kind und Düdeldü gedauert, um überhaupt diesen Link zu finden. Aber dabei lernen halt sehr viele, Menschen lernen GitHub überhaupt kennen, Menschen lernen kennen, ich muss die Voltzahlen vergleichen, damit der Strom die richtige, das Teil anspielen kann. Ich lerne die Programmiersprache kennen, mit der man überhaupt so einen Mikrochip flashen kann. Und so weiter und so fort. Und ich habe was Physisches in der Hand, was dies tut, was ich möchte, weil der erste Einstieg ist ja, die Diode blinken zu lassen auf dem Mikrochip. Also das funktioniert hervorragend, sich an so ein Projekt zu nehmen, weil wir haben auch Leute dazu bekommen, andere Leute hatten dann so viel zu tun und kamen nicht vorbei, aber jeder ging mit so einem positiven Gefühl aus so einem Geek-Fang-Treffen raus und es ging immer weiter, auch wenn wir in der Sommerpause mal was anderes gemacht haben, es war immer klar, wir machen da weiter. Und jeder wird was lernen, passend zu dem Niveau. Und das hat super funktioniert. Und wir schauen mal, was nächstes Jahr kommt. Irgendwas Lustiges. Okay, vielen Dank. Ich würde dann mal schauen, ob es Fragen gibt aus dem Publikum. Es gibt 2 Mikrofone, die sind beleuchtet. Und vielleicht sehen wir euch dann. Genau. Habt ihr als Publikum, haben da Leute Fragen an die Panelisten hier gerade? Ansonsten frage ich einfach weiter. Hm. Aber vielleicht habt ihr einfach noch viel bessere Fragen. Ah. Hallo. Genau, ich habe mich so ein bisschen gefragt, wenn ihr sagt, ihr macht regelmäßig Vorträge, wo euch Leute auch was erzählen und so weiter, wie ihr das handhabt. Weil ich dachte mir so, wenn man jetzt sowas gründet und zu zweit ist, dann die Typen aus dem CCC zu fragen, erklärt uns das doch mal, ist irgendwie doof. Also wie handhabt ihr das, euer Wissen weiterzugeben? Gibt es da vielleicht auch über die Netzwerke schon irgendwelche Möglichkeiten? Also wir suchen oft ziemlich lang, aber wenn wir die Leute dann gefunden haben, ist es toll. Weil zum Beispiel haben wir urlang jemanden gesucht, der Python uns beibringt. Und dann haben wir eine gefunden, die gesagt hat, ja, ich kann das aber auch nicht wirklich und bin auch aus dem 2. Semester. Und der hat das aber dann so gefallen, das Unterrichten, dass sie dann Tutorin geworden ist auf der Uni. Also ich glaube, du lernst durchs Weitergeben von Wissen mehr als die Leute, denen du das Wissen weitergibst. Und von dem her zahlt es sich aus, zu suchen.
Genau, ja. Bei uns machen wir es einfach so, die Leute bringen einen Vortrag mit und dann wissen die natürlich darüber zum Beispiel schon sehr viel oder daraus entwickelt sich dann ein Projekt. Ansonsten sind wir natürlich auch in Deutschland vernetzt und wenn ich mir jetzt überlegen würde, okay, wen kann ich jetzt zu Rust fragen, dann fällen mir da garantiert mindestens 3 Frauen aus verschiedenen Gruppen anderer Städte ein, die ich dann einfach mal zu einem Vortrag einlade. Und genau, ich glaube, dieses Wissen ist schon da, da müssen wir für nicht die Männer fragen. Ja, und außerdem, also es ist halt auch, also es ist so faszinierend einfach, wenn man sagen will, das hier würde ich gerne lernen oder das hier würde ich wissen. Und dann zu gucken, gibt es Kompetenzen in der Gruppe und wenn es da welche gibt, super. Aber selbst wenn es noch nicht welche gibt, dann zu sagen, okay, komm, wir machen jetzt zu zweit irgendwie, machen es uns zur Aufgabe, bis zum nächsten Mal irgendwie genug Material zu finden, um das dem Rest der Gruppe zu vermitteln. Und das trainiert nämlich gleich nicht mal nur das auch das Technische weiterkommen, sondern auch eine Sache, also oft ist es so, dass man das Gefühl hat, ich weiß doch noch nicht genug, um zu diesem Thema was zu sagen. Und das ist sehr oft länger, als es eigentlich notwendig wäre, weil eigentlich könnte man schon was weitergeben. Und einfach dieses Trainieren, das Wenige, was ich weiß, in den Raum werfen und bei Sachen, die ich noch nicht weiß, zu sagen, ja, das habe ich noch nicht nachgeschaut, gucke ich bis zum nächsten Mal oder kannst du recherchieren? Weil das ist sozusagen der Grundstock, auf dem man dann auch aufbaut, dass Leute sich dann auch trauen, Lightning Talks zu geben bei Veranstaltungen oder dann auch Vorträge. Also man hilft sich gegenseitig, nicht nur das Wissen sich anzureichern, sondern auch den Mut zu haben, hinzustehen und zu sagen, mein Wissen an diesem Punkt ist Stückwerk und ich gebe es trotzdem schon weiter. Mhm. Und ich glaube, gerade dadurch, wenn du Workshops gibst, hast du dann vielleicht 10 Leute, die Fehler machen, unterschiedliche Fehler. Und du hast ein unglaubliches Reichtum an Fehlerwissen. Ja. Also die ersten Workshops sind vielleicht hart und viel Schweiß oder Angstschweiß. Aber nach dem 4. Workshop weißt du auch schon, welche Probleme kommen werden und kennst die Lösungen. Also es ist wirklich nur der Anfang so hart. Also ich würde sehr alle ermutigen, sich gegenseitig Workshops zu geben. Und ich wollte noch eine Sache dazu sagen. Ich meine, unsere Crowd, unsere Community sind eher Künstlerinnen und Kulturmenschen. Das heißt, die sind alle meistens sehr prekär und haben alle ein Minus am Konto üblicherweise. Und deswegen, weil eben Frauen außer in der Technik ziemlich unterbezahlt sind, leider. Und in Wien, in Österreich kriegen sie, weiß nicht, 35% weniger Gehalt als Männer. Versuchen wir immer, Geld aufzustellen, um sie zu bezahlen. Also wenn jemand bei uns einen Workshop gibt, kriegt sie 150 Euro normalerweise. Und das versuchen wir über verschiedene Quellen zu akquirieren. Mhm. Wolltest du noch? Dankeschön. Ich kann einfach nur sagen, Geekfam hat vor kurzem eine Anfrage an Megahertz wegen einer bestimmten Hardware-Technik gestellt. Also wir hoffen, wir kriegen das dann nächstes Jahr hin. Ich wollte mich jetzt nicht selbst bewerben. Deswegen wollte ich sagen. Danke. Die können irgendwas Tolles. Ich habe es wieder vergessen, den Begriff, aber wir möchten das wirklich dringend lernen. Okay, ich höre bei euch auch raus, dass ihr insbesondere in den... Also bei dir ist es schon, du bist schon fortgeschritten quasi mit den 9 Jahren, wo du das MS Balthasar betreibst. Geekfam gibt es jetzt seit 4 Jahren, eure Spaces jetzt so im letzten Jahr. Viel hängt ja auch an Vernetzung, also sowohl zwischen euch, auch über die Hexen mit Sicherheit, aber vielleicht auch an andere Gruppen. Mit wem arbeitet ihr da sonst zusammen oder welche Gruppen oder Personen habt ihr als Unterstützer kennengelernt? Also wir als Gruppe treffen uns ja in den Räumen des Entropia, des RFA in Karlsruhe und da muss ich wirklich sagen, ich habe durch die Hexenveranstaltung und alles war ich sozusagen so geprimed, dass ich sehr viel Widerstand erwartet habe und mich auf viele Kämpfe eingestellt hatte. Und da waren keine und da kam nur Unterstützung. Und deshalb war ich dann so ein bisschen, gab es so ein paar Head-Scratching-Momente, aber auch wirklich, wo ich einfach geflasht war von, ich muss nichts erklären, warum wir exklusiv sind und wenn es jemanden gibt im Space, der damit ein Problem hat, dann muss ich nicht mal da mich einmischen, sondern dann wird von den anderen Leuten, von den Unterstützern gesagt, ja, jetzt lass mal, das hat schon seine Berechtigung und wird dann irgendwie
das für mich erledigt. Und auch wenn es um Finanzierung geht, um Projekte, um sonst was, wenn wir mal im Hauptraum sind oder in der Werkstatt statt in unserem Optionsraum, der für exklusive Treffen geeignet ist, dann ist es, dann wird trotzdem irgendwie unsere Gruppe respektiert. Bei Chaosveranstaltungen werden wir unterstützt im Assemblybauen und so weiter, die Spenden für die Hexen zu verwalten, da wird uns geholfen. Also das Entropia und die Entropianer und Entropianerinnen, die sind einfach, also deshalb fällt es mir manchmal schwer zu verstehen, dass es da draußen noch eine Welt gibt, in der das anders ist, und deshalb ist es gut, dass es solche Panels gibt wie hier, wo dann auch mal wieder ein Reality-Check ist, wo mir klar wird, wie privilegiert ich damit oder wir damit mit unserer Gruppe sind, dass andere Menschen da auch kämpfen müssen um Räume, um Unterstützung und so weiter. Ja. Du nickst, Mepsi? Ja, ich stimme zu. Also Räume sind ein großes Thema, weil irgendwie Spekulationsblase, Immobilien gerade ist nicht anschwillt. Also in den ganzen großen Städten sind Räume unglaublich teuer geworden. Und ich finde aber trotzdem, dass ein Raum essentiell ist für eine Gruppe. Einfach weil Leute reinkommen in den Raum von der Straße und das Gefühl haben, hier können sie sich anders verhalten oder hier können sie anders sprechen. Also wir haben zum Beispiel einen Sex-Toy-Workshop gehabt. Einfach, glaube ich, weil die Leute gewusst haben, das ist jetzt ein feministischer Hackerspace, auch wenn es ein normaler Raum ist, haben sie das Gefühl gehabt, ich kann jetzt offen sprechen und ich kann jetzt wirklich das machen, was ich machen will. Und es war kein Gesetz, das sie dazu gebracht hat, sondern einfach diese Erwartungshaltung, dass dieser Raum anders funktioniert, hat das gebracht, dass die Leute sich schon anders verhalten durften oder sich erlaubt haben, anders zu verhalten. Also ich glaube, so ein eigener Raum ist sehr, sehr wichtig. Mhm. Wo man dann auch bestimmen darf, wie es läuft und was, wie die Stimmung eigentlich ist. Ja. Ja, wie macht ihr das bei GeekFam? Na, GeekFam hat schon vor 4 Jahren exklusive Rechte bekommen. Das heißt, einmal im Monat haben wir das Recht auf ein exklusives Treffen. Und bis jetzt gab es auch nur, sagen wir mal so, einen Zwischenfall, den der Verein dann auch sehr aktiv zurückgeschlagen hat. Also der Verein, der CCCHH, nicht GeekFam alleine, sondern der Verein hat sich darum gekümmert. Und nochmal ganz deutlich bestätigt, dass sie voll hinter dem Recht auf exklusives Treffen sind. Nichtsdestotrotz, je nach Situation etc. Und dann ging was schief und dann trifft sich eine Gruppe in, für die Kongressvorbereitung, die was mit Flaschen und Hygiene auf dem Kongress besprechen muss. Und wir machen gerade sowieso nur Hardware und dann ist es schon mal okay. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist aber, je nach Thema müssen wir halt schließen. Und das wird komplett respektiert und normalerweise auch nur aus Versehen dann mal verbockt. Der Terminkalender, den müsste man halt mal lesen. Ne? Ich habe auch immer ein bisschen das Gefühl, dass dieses Bedürfnis, einen eigenen Raum zu haben, eigentlich ein bisschen falsch ankommt. Das kommt immer, wir wollen uns abschotten und quasi aus dem CCC rausgehen. Das habe ich jetzt auch in Hannover sehr stark zurückgemeldet bekommen in Privatgesprächen mit Leuten, dass die Leute Angst haben, dass wir uns eigentlich zurückziehen wollen und dann sagen, ja, wir finden es toll, wenn ihr ein Treffen macht, aber könnt ihr es nicht offen machen, sodass alle kommen können? Und dann sitze ich immer so und da und denke, ja, aber wir wollen ja ein Treffen für Frauen machen. Wir haben es offen versucht in Hamburg für eine gewisse Phase, immer mal wieder, je nach Menge, Beteiligung etc. Und es klappt einfach nicht. Da wird die Schere im Kopf angesetzt. Und das ist noch nicht mal bewusst. Man sitzt schon extra im Separé und man hat seine Ruhe und es ist eigentlich gar kein Problem. Und trotzdem wird die Schere im Kopf angesetzt bezüglich bestimmter Themen. Weil man es einfach nicht wagt, manche Sachen so auszusprechen, wie man sie fühlt und wie man sie denkt. Und das ist der Grund für diese exklusiven Räume. Und unsere Hoffnung halt von GeekFam ist, wir thematisieren die Sachen, die wir machen, auf dem Plenum. Wir machen Feedback, wir haben Frauen im CCC und in GeekFam, damit halt dieser Informationsfluss da ist, um klar zu machen, kein Separé, sondern schlicht ein Ort, wo man auch sehr im Sinne von Gleichberechtigung unangenehme Themen ansprechen kann, körperliche Themen zum Beispiel, die halt einfach auch mal ausgesprochen werden müssen. Und die können wir nicht als sofort in die Öffentlichkeit mit allen besprechen, die müssen wir ja erstmal selber verstehen, damit wir dann sie mit anderen besprechen können, irgendwann, wenn wir der Meinung sind, wir möchten das überhaupt. Weil man muss nicht alles mögen, wollen, tun.
was sein sollte. Also man ist ja ein Mensch. Wir merken selbst bei den Ausstellungen, also wir laden Künstlerinnen ein, also queer-feministische Künstlerinnen, Ausstellungen zu machen, weil es ist sehr schwierig für die Solo-Ausstellungen zu bekommen. Und die gehen oft einen Schritt weiter oder machen mehr Risikos oder spitzen ihre Arbeiten viel mehr zu, provokanter, wenn sie wissen, es ist ein feministischer Hackerspace. Weil sie da nicht, also ich weiß gar nicht, ob es damit mit Zensur Angst hat, zu tun hat, sondern einfach, wenn die Erwartungshaltung ist, hier kann ich provokant sein und hier kann ich das zuspitzen, dann ist es natürlich einfacher, das auch zu machen. Und das passiert dann auch. Ich wollte noch sagen, zu den Ressourcen, also wir werden geflutet mit Hardware, Leute wollen uns immer ihre alten, kaputten Telefone und alten Hardware-Zeugs bringen und wir haben dafür natürlich überhaupt keinen Platz. Aber wenn es irgendwie um ideologische oder eben finanzielle Unterstützung geht, schaut es ein bisschen dürftiger aus. Und ich möchte da dankend hervorheben, die Generation vor uns, also die ersten Cyberfeministinnen, so Cornelia Solfrang, Verena Kuni und wie sie alle heißen, Faith Wilding, die uns wirklich persönlich unterstützen und persönlich immer wieder sagen, ja, das haben wir auch so gemacht und immer noch hat sich nichts verändert und liest doch dieses Buch oder kommt doch zu unserem Workshop oder so. Also ich würde sagen, es ist total wichtig, mit den Leuten, die so 20, 30 Jahre älter sind als wir, Kontakt zu halten, weil die haben genau dieselbe Revolution versucht durchzusetzen. Genau, Ich würde das Thema kurz gerne so umrunden, weil da hinten auch schon eine Person, glaube ich, neben dem Mikro steht, zumindest gut beleuchtet. Und dann hören wir uns mal an, was diese Person zu sagen oder zu fragen hat. Und dann kommt ihr auch wieder zu Wort. Ja, meine Frage schließt tatsächlich auch an das Thema an. Aber zuerst mal, ich finde es total gut zu hören von euren Erfahrungen und finde das sehr bestärkend und optimistisch stimmend. Trotzdem würde mich interessieren, wie ihr in euren Gruppen und Projekten mit so möglichem Gegenwind oder blöden Kommentaren oder so umgeht. Also was ich vielleicht auch noch von euch dazu lernen kann. Und ja, wie das so mit der Argumentation ist, dass FLTI-Räume Männer ausschließen und dass das ja nicht geht, wie ihr mit solchen Ansichten umgeht. Und als gerade vom Entropia und dem CCCHH erzählt wurde, dachte ich mir, ob die nicht vielleicht auch mal so auf Reise gehen könnten und da so verschiedene andere Projekte ein bisschen coachen könnten, was so die Akzeptanz gegenüber FLTI-Projekten angeht. Reiseeinladung, okay. Wenn ich fertig promoviere, können wir dafür also, in Deutschland bleiben. Wer möchte dazu? Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch schon bevor wir bei uns angefangen haben, hatte ich so durch die Hexen die Vision, dass es total schön wäre, wenn es tatsächlich zu so Ausgründung von lokalen Gruppen kommt, wenn wir irgendwann in ein paar Jahren dahin kommen könnten, dass es so ein Patenschaftsprogramm irgendwie gibt, wo bestehende Gruppen oder Spaces ihre Erfahrungen mit so Patenprojekten teilen könnten, die klein irgendwo entstehen. Aber also gerade in unserem Fall ist es halt schwierig, weil also mein Eindruck ist, das ist nicht was besonders jetzt ich oder wir richtig gemacht hätten. Das ist einfach, sag ich mal, auch die Geschichte des Entropia, die harten und herzlichen Zeiten, die es hatte, die Dinge, die die Leute gelernt haben, wie man aufeinander Acht gibt und so weiter. Also da hängt so viel einfach von den Personen ab, die den Hackspace ausmachen. Natürlich, also ich finde es immer ganz wichtig, dass man, egal mit wem man redet oder die Gruppe redet, dass man also wirklich darauf achtet, wo man in der Gefahr ist, Fronten aufzubauen. Ja, manchmal muss man sich auch gegen was durchsetzen und dann irgendwie Grenzen ziehen. Aber in der Regel, das ist einfach ein aufgeladenes Thema, auch wenn es darum geht, irgendwie, wen schließt ihr aus, wen lasst ihr rein, seid ihr Cis-Männer feindlich, dann halt zu kommunizieren. Das geht nicht um eine Feindlichkeit, es geht, sogar wenn ihr Leute richtig cool seid, dann, wenn Frauen kommen, dann geht diese Schere im Kopf los, nicht nur bei Themen, sondern auch bei Verhalten. Wenn man in diesen Space kommt, und also ich bin damals ins Entropia gekommen, als ich noch nicht viel Wissen hatte über
genderqueeren Feminismus und die ganzen Dinge, die ich inzwischen gelernt habe. Und dann kommt man in diese Welt und da sind diese ganzen Männer und vielleicht wissen die auch noch nicht viel und sind auch noch am Lernen, aber man traut sich gar nicht, oder ich habe mich damals nicht getraut, irgendwas anzufangen, wo ich noch nicht genau wusste, wie es geht. Das war nicht, weil die Leute das von mir erwartet haben, sondern weil ich einfach dieses in diesem Umfeld nicht keine Blöße zeigen wollte irgendwie, weil wenn eine Blöße kommt, dann wird man entweder, hatte ich das Gefühl, wäre nicht passiert, aber entweder wird man dann ausgelacht oder es wird einem wohlwollend erklärt und ich weiß nicht, was schlimmer ist. Und einfach in so dieser Frauengruppe hat man mehr das Gefühl, ich kann auch mal mich fallen lassen und es wird mir so erklärt, dass ich es verstehen kann und nicht so, dass ich bei jedem Schritt, ah ja, aha, sagen muss und es doch nicht verstanden habe. Und ja, also was wollte ich damit sagen? Also ich wollte anschließen, also in den normalen Hackerspaces wirst du halt oft entweder total überschätzt, also du musst ja echt voll der Genie sein, wenn du dich da reintraust, oder total unterschätzt. Und ich glaube auch weiblich performende Menschen selbst unterschätzen sich radikal. Das sehe ich immer wieder bei Workshops, da wird gesagt, okay, das ist eine Linie von A nach B, stellt euch so auf, wie ihr euch einschätzt, dass ihr programmieren könnt. Und dann stehen da auf der Seite, wo man quasi nichts kann, Leute, die einen Masterabschluss haben im IT-Bereich. Ja? Und man denkt so, hä? Und das war nicht einmal bei Workshops, sondern fast allen Workshops schätzen sich die Leute selbst einfach unglaublich schlecht ein. Und deswegen glaube ich, mehr als das Problem von Hass von außen, wo Leute sagen, hey, seid ihr deppert, wieso macht ihr das, müssen wir den Hass von uns selbst, unseren eigenen Hass irgendwie bekämpfen. Ja? Also warum dann zum Beispiel Frauensternchen Trump wählen, ja? Also die glauben ja wirklich, das ist okay, dass so ein Chauvinist sie beherrscht. Ja? Und ich glaube, das ist in unseren Herzen und Hirnen ganz, ganz tief verwurzelt, dass wir selbst glauben, dass für Frauen, das ist eigentlich für Trotteln. Ja? Also zum Beispiel bei Workshops gebe ich so die Auswahl Lilipad Arduino und Sakura Arduino, die sind rosa und pink. Und den blauen, rechteckigen, maskulin ausschauenden Arduino Uno. Und alle, egal welche Gender, greifen nach dem rosenen, weil sie denken, es ist leichter zu lernen. Wow. Und ist es? Wobei es nicht leichter zu lernen ist. Nein, ist es nicht. Also Sakura Board ist viel schwieriger, den Code hochzuladen. Bitte was? Sneaky. Ja, also wenn man es vergleicht, Sakura Board ist viel, viel toller, hat viel mehr drauf, ja. Aber alle glauben, dass Frauen eigentlich zu unterschätzen sind. Also wir selbst auch, und das muss man mal bekämpfen in uns. Ja. Genau, zu der Frage wegen, wie wir mit Kritik und Gegenwind umgehen. Mein Eindruck ist auch, dass sehr, sehr viel Unverständnis und Missverständnisse herrschen, was wir eigentlich wollen und wozu wir da sind. Ich bin ja auch bei den Hexen und im CCC nicht, um davon wegzukommen, sondern eigentlich, um den CCC voranzubringen und um unsere Gruppe quasi zu vergrößern und weiterzubringen, nicht um vom CCC wegzukommen, sonst wäre ich ja nicht hier. Und mein Wunsch ist eigentlich, dass der CCC ist ja eine unglaublich progressive Veranstaltung in ganz, ganz vielen Aspekten. Wir sind unglaublich vorwärtsgewandt und ich würde mir eigentlich wünschen, dass diese Vorwärtsgewandtheit nicht vor Frauenthemen und Diskriminierungsthemen und Rassismusthemen Halt macht, sondern dass wir auch da eine Kraft sind, die ja sehr männerdominierte, sehr weiße Tech-Szene voranbringt. Und ich glaube aber auch, dass wir das können. Wenn ich mich hier umschaue, sehe ich unglaublich viele Menschen, die unglaublich tolle Sachen machen und die eigentlich genau mit dem richtigen Mindset vorangehen. Und ich denke, das können wir schaffen. Du hast schon fast ein schönes Schlusswort gebracht. Aber tatsächlich wollte Melzer auch noch mal kurz, bevor wir in den Werbeblock dann auch einsteigen. Was? Ich wollte doch mit dem Werbeblock enden. Okay. Entschuldigung, dann nehme ich das zurück. Sie hat extra gefragt. Go on. Die erste Frage war... Wie geht ihr mit Konflikten innerhalb der Gruppen um? Oh, innerhalb der Gruppe? Zumindest habe ich das so verstanden. Es ging, glaube ich, dann auch um Konflikte oder um Kritik an den Gruppen, aber ich hatte da auch sowas Konflikthaftes innerhalb von Gruppen. Genau. Also da würde ich jetzt erstmal als Geekfam sprechen. Als Geekfam haben wir die unglaublich einzigartige Ausgangslage, dass Caro als Mediatorin Mitglied von Geekfam ist. Hier wird bei uns alles mediiert. Das kann man bei ihr lernen, morgen zum Beispiel. Das war jetzt Karos Werbeblock, um den sie nicht gebeten hat.
Und damit hat sie auch schon ein, zwei Gulasch-Programmierer etc. gemacht und alle Leute finden das toll, weil ehrlich, wir hatten vorhin auch im Lightning Talk ganz kurz, also Konflikte lassen sich lösen, indem man versucht, wirklich herauszufinden, was das Problem ist. Das ist das eine. Und jetzt spreche ich als Hexe. Und zwar geht es um die Vernetzung zwischen den Gruppen. Es gibt ja nicht nur die Hexen, sondern es gibt vom Heart of Code ausgehend FAQ, Frauen und Computerkram, was wir übrigens ziemlich toll finden. Wir haben immer an euch gedacht. Die versuchen schon Vernetzung. Ich glaube, da hängt es an technischen Sachen. Wir haben die Hexen-Mailing-Liste quasi in unserer Idee als dezentrales Vernetzungswerk. Das ist natürlich sehr E-Mail-lastig. Wir diskutieren momentan im Chat-Kanal. Wir klemmen aneinander am Twitter, um so ein bisschen quer zu kommunizieren. Wir haben seit letztes Jahr ein Geekend. Dieses Jahr, also 2019, gibt es Anfang Mai das nächste Geekend, wo auch der Ort wäre für zum Beispiel Vernetzung, haben wir uns so überlegt. Weil ehrlich gesagt legen wir das Programm nur halb fest und die andere Hälfte machen wir, was wir wollen, spontan an dem Termin. Vernetzung. Sonst gibt es die Hexen-Happy Hour morgen Abend, das wäre nämlich der nächste Werbeblock, weil da kann man sich nämlich auch vernetzen und da können auch andere Menschen, die nicht sich als Frau labeln, kommen, weil schlicht Gleichberechtigung für alle ein erstrebenswertes Gut ist. Und dann wollte ich noch irgendwas sagen und ich habe es jetzt wieder vergessen, aber vielleicht fällt es mir wieder ein. Vielleicht kommt es gleich noch. Okay, dann möchte ich euch tatsächlich zum einen natürlich danken, dass ihr hier wart und euch hier zur Verfügung gestellt habt, um Fragen zu beantworten. Und nochmal von jeder Person hier hören, was sind eure Wünsche oder vielleicht habt ihr einen Wunsch oder eine Idee oder irgendetwas, was ihr den Leuten hier im Publikum, die jetzt vielleicht sagen, wow, das klingt schon interessant, wie gehe ich denn jetzt weiter? Agnes hat oder Melzai hat jetzt schon ein paar Punkte genannt, wo man sich hinwenden könnte, aber gibt es vielleicht noch irgendetwas, was ihr den Leuten noch so mit auf den Weg geben könnt? Oder was ihr euch selbst mitnehmen wollt? Also ich wollte doch zum Thema Konflikte sagen, ich habe vergessen, Credit zu geben den anderen Leuten im Vorstand, das sind Lale, Rodrigo, Dara und Sophie Thun und Anna Fernandes und Patricia Reis. Also es ist immer wichtig, wenn man Konflikte vermeiden will, allen die Credits zu geben. Also ich bin das nicht allein, das Space. Und außerdem haben wir auch ungefähr vor 5 Jahren Mediation in Anspruch genommen und das war wirklich toll, weil wir da gelernt haben, dass man nicht jetzt unbedingt sich einigen muss auf was, sondern du kannst auch eine Lösung mal probieren 2 Monate und dann eine andere Lösung probieren 2 Monate und dann spüren, was besser ist. Also mein Wunsch wäre, dass wir uns alle vernetzen und in Kontakt bleiben und vielleicht eine gemeinsame Signal-Gruppe oder sowas haben. Gut, danke. Ich würde alles jetzt. Möchtest du? Ich habe ja meinen Wunsch vorhin schon geäußert, das hätte ich vielleicht später machen sollen. Aber genau, wir als Chaos Computer Club können die Welt verändern. Ich glaube, das hier ist einer der wenigen Plätze, wo wir das können. Ich finde, wir sollten uns besser vernetzen, mehr tun, mehr Veranstaltungen. Aber da sind wir ja schon. Was ist die nächste Veranstaltung, wo du hingehst? Die nächste Veranstaltung, wo ich hingehe, das dürfte das Easter Hack sein im März. Und dann auf jeden Fall die GPN wie jedes Jahr. Die GPN ist inzwischen der zweitgrößte Kongress, auch schon wieder 1000 Leute. Aber auch eine ganz tolle Veranstaltung. Also dort findet man dich. Mich Gut. kann man auf jeden Fall da finden. Danke. Ja. Also mein Wunsch wäre auch, dass vielleicht über die Hexenliste oder wie auch immer ihr selbst euch vernetzt, aber findet raus, welche Leute es bei euch gibt, die Lust hätten, einfach so eine Gruppe zu machen. Oder ich meine, es muss ja nicht mal einen Titel haben. Es ist einfach nur so, trefft euch, gebt euch eure Erfahrungen weiter, bringt euch gegenseitig voran. Und wenn es Konflikte gibt, dann heißt es, also mit untereinander oder mit eurem Umfeld, dann heißt es nicht unbedingt, dass es der falsche Weg ist, auf dem ihr seid. Aber ja, also haltet Ausschau nach den Konflikten, die man austragen muss, aber macht euch auch nicht mehr Konflikte, als es sein muss. Also man muss nicht bei allem mit dem Kopf durch die Wand, es geht viel wirklich auch um gegenseitiges Verständnis.
und wirklich auch zum 100. Mal noch diesem einen Menschen, der es noch wirklich nicht verinnerlichen möchte, dass er da nicht eingeladen ist, dann nochmal versuchen, nochmal andere Zahlen darzulegen und so weiter. Also habt Geduld mit euch selber, aber auch den anderen, wo es möglich ist, dass ihr einfach die Energie habt, die ihr dann für die Konflikte braucht, die dann nötig sind. Danke. Ich weiß jetzt nicht, ob GeekFam in Hamburg einen expliziten Wunsch hat, weil es läuft eigentlich ziemlich gut und wir hoffen einfach, wir haben ganz viel Spaß nächstes Jahr weiter. Das ist immer gut. Und wir hoffen hoffentlich, dass wir den ersten Versuch eines Wissensaustauschs mit Megahertz hinbekommen und so weiter und so fort. Und vielleicht noch ein Talk. Nächstes Jahr noch ein Talk über unser Projekt, wäre doch gut. Und als Hexen kann ich dazu sagen, Menschen, die Vernetzung wünschen, können sich immer gerne den Hexen anschließen und dabei helfen. Die Hexen haben sich in den letzten Jahren Wissen aufgebaut, wie wir an die Ressourcen vom CCC, die nämlich da sind, rankommen. Die Frage ist halt immer nur, welches Formular füllt man aus und wohin meldet man es? Das ist ziemlich einfach, es muss nur jemand geben, der das macht. Und plötzlich passieren unglaubliche Dinge, wie zum Beispiel unser Dom. Da hat der CCC geholfen oder diverse andere. Das Geekend wird vom CCC querfinanziert etc., weil es halt innerhalb der Statuten ist und dann hilft der CCC komplett mit. Wenn ihr von eurem lokalen Space so ein bisschen genervt seid, der globale CCC hat nochmal einen anderen Dreh. Also deswegen kommt einfach mit, fahrt mit, helft mit. Wir haben eine ganze Menge Unterstützung, die wir abrufen können, wenn wir die Womanpower haben, um überhaupt diese Sachen zu verwerten. Deswegen bringt euch mit ein, bringt euer Projekt mit. Ihr dürft auch gerne in der Fachgruppe bleiben. Ist mir total egal und uns als Hexen auch. Hauptsache ihr macht was, wir wollen ja alle Gleichberechtigung. Okay, vielen Dank. Danke an euch alle. Und ich wünsche mir für euch und uns definitiv auch mehr Vernetzung und eine wunderschöne After-Hour-Party. Oh ja, morgen Drum & Bass. Unsere DJ spielt. Okay. Hier. Super. Wann ist die Party? Morgen um 18 Uhr oder 18.30 Uhr. 18.30 Uhr ist morgen. Morgen 18.30 Uhr alle herkommen. Super. Dankeschön. Vielen Dank auch von meiner Seite.